Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 4x4 Passion. Mein Name ist Marco und ich stelle euch heute meinen Defender TD4 aus dem Jahre 2010 vor in der Hardtop-Version. Warum Land Rover Defender? Gute Frage. Oder eigentlich gar nicht so schwer zu beantworten. Mein erstes Auto, was ich damals nach meinem Führerschein Probe gefahren bin, war ein 90er, damals noch als TDI, 300er TDI. Und da war für mich klar, irgendwann muss ein Defender her. Da ich dann in die Stadt gezogen bin, war erstmal das Auto Nebensache und jetzt letztes Jahr bin ich dann endlich dazu gekommen, mich nochmal genau umzugucken und habe mich spontan, es war sogar bei eBay Kleinanzeigen, in diesen Defender verliebt und habe dann über die Zeit mir so meine Gedanken gemacht, was ich mit dem Auto machen möchte. Es wird ja doch in der Szene sehr viel geschraubt, gebastelt, umgebaut und ich frage mich immer, muss das sein oder geht es auch keep it simple? Und daher bin ich mit dem Ausbau auch noch gar nicht so weit, weil die einzelnen Schritte noch nicht durchlaufen werden konnten. Also für mich dient dieses Auto in erster Linie für längere Reisen. Ob ich jetzt Monate oder ein Jahr unterwegs bin, keine Ahnung. Wir reisen zu zweit und haben in der Stadt meistens das Fahrrad oder zu Fuß. Also im Moment steht das Auto mehr, als dass es fährt. So, jetzt nehme ich euch kurz mit bei dem Projekt, was ich jetzt so die nächste Zeit noch vorhabe. Es waren schon unheimlich viele Dinge verbaut vom Vorbesitzer und die meisten Sachen lasse ich auch so, wie das Snowcap und auch den Schnorchel. Der Dachgepäckträger war drauf, die Beleuchtung vorne wird neu gemacht, weil schon einige von den LEDs kaputt sind. Sonst die Fenster werden wie gesagt erneuert, das ist so, finde ich, wichtiges Projekt. Dann hinten haben wir eigentlich gar nicht großartig, da habe ich nicht vor viel zu machen, außer den Arbeitsscheinwerfer hinten, der wird ebenfalls im Zuge der anderen Sachen mit ersetzt. Was ich selber schon restauriert habe, war die Hecktraverse und die dazugehörige Anhängerkupplung, die original ist. Die habe ich einfach komplett abgebaut, abgeschliffen bzw. sandgestrahlt, dann einmal neu grundiert, lackiert. Jeder, der bastelt, kennt das. Da ich selber unheimlich gerne bastel, ist das für mich auch keine Arbeit, sondern Hobby. Alles, was ich mache, mache ich im Rahmen meiner Möglichkeiten und wenn ich Hilfe brauche, hole ich mir dann von den Profis die Hilfe. Wer das Gelände hier kennt, weiß, dass ich jetzt gerade bei Pete und bei 4x4 Passion bin und bei Red Rock und da brauche ich dann immer mal Hilfe, wenn es um die sicherheitsrelevanten Sachen geht, wie zum Beispiel beim Fahrwerk. Ich habe ein OME-Fahrwerk, ganz einfach, nach dem Prinzip keep it simple, muss nicht alles, was geht. Man hat ja auch finanzielle Grenzen und dieses Fahrwerk fühlt sich für mich gut an, erfüllt alles das, was ich brauche, egal wo ich unterwegs bin. Langzeitstudien muss man sehen, um auf die Sachen zu sprechen zu kommen, die schon verbaut waren, die aber nicht ganz ohne Schwierigkeiten weiterhin benutzbar waren, sind wir als erstes bei der Winde. Diese Windenstoßstange hatte vorher noch einen ganz normalen Bullenfänger obendrauf und der Bügel war nicht eintragungsfähig. Ich habe mich dann mit dem TÜV unterhalten und die netten Menschen haben gesagt, die Stoßstange an sich wäre überhaupt kein Problem, wenn der Bullenfänger ab ist. Also Flex raus, abgeflext, schön sauber gemacht, neu lackiert, Eintragung geklappt, ohne Probleme. Die Winde, die drauf ist, ist halt ein riesen Otto. War drauf, kommt eigentlich gar nicht zum Einsatz, es sei denn, es kommen wirklich irgendwelche heftigen Offroad-Geschichten. Hier vorne habe ich mir einfach einen Bumper vorgesetzt. Der ist wichtig, damit die Eintragung auch ohne Probleme passt. Das werden die meisten wissen. Selbst basteln kann man, habe ich gemacht, kam nicht so gut an, also musste was Vernünftiges her. Der HT ist ja von Hause aus komplett geschlossen als Kasten, dementsprechend als LKW. Als ich den Wagen erstmalig sah, ist mir das gar nicht so aufgefallen, obwohl ich vorher schon so viele Defender gesehen habe. Aber der sah irgendwie aus einem Guss schon so aus, wie ich mir dachte, kann das gut passen. Im Nachhinein habe ich natürlich oft hin und her überlegt, Türen hin, Türen her, die ganzen Videos bei YouTube und sonst wo mit den Kühlschränken zum seitlichen Auszug. Ich habe mich dann dafür entschieden, da wir eh nur zu zweit reisen und sich das auch erstmal so nicht ändern wird, warum nicht in HT? Man hat ein paar Scharniere weniger, die man ersetzen muss, man hat weniger Zugriffsmöglichkeiten und die Stabilität von der Karosse her war für mich auch ein Argument zu sagen, ich mache das mit dem HT, ich finde ihn hübsch, mir gefällt das. Die Fenster waren halt schon vorverbaut, jetzt sind die allerdings durch und müssen auf jeden Fall ersetzt werden. Die Filz eingefassten Schübe sind durch, ich habe die auch schon jetzt zweimal ersetzt, aber die werden mit der Zeit einfach nicht besser. Und da das Fahrzeug bei mir auch immer draußen steht, so wie die 10 Jahre vorher auch, habe ich mir gedacht, da kommen jetzt neue Fenster rein und es werden welche von Xplor Glassing sein. Mit denen habe ich halt wie gesagt auch schon mal telefoniert und wir haben uns Gedanken gemacht, ob man das ein oder andere optimieren kann. Aber das dauert halt auch ein bisschen, weil die Jungs und Mädels da viel zu tun haben. Ansonsten zu den Fenstern sind normale Schiebefenster, von innen getönt mit Folie, nichts Besonderes, tun ihren Zweck im Moment, aber sind halt auch nicht mehr ganz dicht. Man muss beim Saubermachen ein bisschen aufpassen, bei Platzregen von schräg hinten. Subt hier und da schon mal ein bisschen durch, wobei ich sagen muss, auch das ist noch alles im Rahmen und
durchaus erträglich. So, als nächstes hinein in den blauen Salon. Blau-weiß-beige eigentlich, und zwar der Ausbau, der noch gar nicht vorhanden ist. Und auch aus guten Gründen. Wir sind letztes Jahr damit nach Schweden gereist und hatten vorher so viel technische Sachen noch zu klären, die einfach wichtiger waren, dass ich gesagt habe, ich schreine mir da schnell einfach mal einen ganz groben Ausbau rein. Wir hatten hier so Stapelkästen stehen, die habe ich einfach nur gesichert mit einer stinknormalen Holzplatte, einfach schnell zusammengekloppt. Das war eine Sache von 2 Stunden. Aber für den Urlaub hat es uns gereicht, das war gar kein Problem. Und dadurch, dass die Fenster eh noch neu müssen und von vornherein auch feststand, dass wir neue Fenster reinbauen, war auch die Dämmung alles irrelevant und Schweden war warm, 25, 30 Grad, da braucht man keine Dämmung. Aber ihr habt nicht im Auto geschlafen? Sondern? Wir haben auf dem Auto geschlafen. Wir haben ein Dachzelt, ganz klassisch, das war auch super perfekt, hat alles gut funktioniert. Aber nach dem Urlaub war klar, wenn man alleine mit dem Fahrzeug fährt, wenn man in der Stadt wohnt, das Dachzelt nicht permanent oben drauf geschnallt lassen möchte, man kriegt es alleine irgendwie hin. Aber ist halt eine Ochserei und steht jetzt mittlerweile fest, dass wir ein Hubdach auch draufsetzen. Ich habe mich natürlich umgeguckt, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch. Aber auch da bin ich eher der Meinung, kann man eine Lösung wählen, die auch finanziell in einem Mittelbereich ist. Und da ich halt gerne bastel und auch versuche, Sachen für mich zu optimieren und anzupassen, kommt eine komplette Fertiglösung nicht so unbedingt in Frage. Und ich würde da schon gerne zurückgreifen auf eine Bausatzlösung oder eventuell, wenn jemand Interesse hat, sowas auch selbst zu entwickeln, kann man sich da sicherlich mal unterhalten. Aber ein paar Sachen sind im Kopf und ich versuche das dieses Jahr, wo ja die Reisen eh so ein bisschen eingeschränkt sind, noch zu realisieren. Aber auch alles kommt mit der Zeit. Zu dem Innenausbau gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ich habe ein bisschen mit Alubutyl schon mal vorgekleistert. Der Dachhimmel ist die Frage, ob der drauf bleibt bei der Hubdachlösung oder ob der dann komplett, ob das Dach oben neu gemacht wird, müssen wir einfach schauen. Ein wichtiger Aspekt beim Innenausbau für mich ist, dadurch, dass das Auto als HT ja schon eine riesen Grundfläche hat von ca. 1,50 x 2 Meter und ich auch gerne viel draußen unterwegs bin, auch dementsprechend große Packmaße brauche, ob das jetzt zum Stand-Up-Paddeln ist oder einfach zum Wandern mit einer Übernachtung oder, möchte ich den Innenausbau so konzipieren, dass man ihn schnell rein, schnell rausbauen kann, dass er trotzdem allen sicherheitsrelevanten Aspekten entspricht. Und das braucht halt Zeit, bis man sich darüber im Klaren ist, mit welchem Materialien man arbeitet. Auch wenn das ein Packesel ist, will ich nicht alleine als Ausbau schon 500 Kilo Gewicht haben, sondern will das natürlich optimalerweise dafür nutzen, wenn ich mal viel reinpacke. Und daher bin ich noch nicht so ganz am Ende angekommen mit meinen Überlegungen bezüglich des Ausbaus. Aber auch da gibt es das ein oder andere, was sich jetzt schon festgesetzt hat und was ich dann noch umsetzen werde. Ja, vorne zum Cockpit, zur Fahrerkabine ist eigentlich gar nicht viel zu sagen. Weitestgehend original. Das, was jetzt drin ist, was verbaut war, habe ich drin gelassen, wie hier das Handschuhfach, den Deckel. Ansonsten gibt es da eigentlich nichts großartig Verändertes. Das Einzige, was mir wichtig war, hier sind vom Vorbesitzer schon Schälmann-Sitze eingebaut worden. Die hat nur einen entscheidenden Nachteil. Hier ist eine Klappkonsole drauf und bei einem HT ohne Türen hinten ist es verdammt mühselig, immer den Sitz zu klappen oder dann die Klappkonsole loszuschrauben, dann die gesamte Schraubkombination nach hinten zu klappen. Und darum habe ich mich mit der Firma Schälmann in Verbindung gesetzt. Und habe die gebeten, doch mal zu schauen, ob es da nicht eine Lösung gibt. Die Rückenlehnen waren noch tipptopp in Ordnung, aber ich denke, die Leute, die vorher drauf gesessen haben, hatten ein bisschen mehr Volumen und dementsprechend waren die Unterteile, die Sitzflächen, die waren einfach durch. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mir einfach von der aktuellsten Serie die neuen für den Defender angepassten Sitzteile bestellt und habe die dann modifiziert, indem man einfach nur die Bohrungen, die die Rückenlehne mit dem Unterteil verbinden, habe ich aufgebohrt, sodass es passt. Das miteinander verbunden und jetzt habe ich halt hier genauso wie im Original eine klappbare Sitzfläche im Unterteil. Und das macht es natürlich viel, viel leichter, wenn man mal dran muss. Und trotzdem ist aber die Klappkonsole noch drunter und der Sitz an sich ist auch klappbar. Das heißt, ich kann auch jetzt als HT-Fahrer, indem ich den Sitz einfach löse, wie beim stinknormalen Autoklappsitz, mal eben schnell nach hinten greifen und habe das Problem des schnellen Zugriffs, zumindest von vorne, von der Beifahrer- oder Fahrertür, somit gelöst. Also auch hier keep it simple, ohne viel Firlefanz, einfach nur das Notwendigste, aber ist funktional. Was vielleicht zu erwähnen ist, also man hat ja immer mal was zu machen und ich denke, je früher man rausfindet, was bei so einem Fahrzeug zu eventuellen Problemen führt, also die Frage nach dem, warum ist der Zustand, wie er ist, mal stellt,
kommt man auch ganz schnell auf die Kleinigkeiten, die man frühzeitig austauschen sollte. Bei mir war es halt so, als ich das erste Mal losgefahren bin, ist mir nichts aufgefallen und dann habe ich irgendwelche Geräusche gehört, die definitiv nicht zum Motor passten. Das waren dann losgerüttelte Injektoren, die schon ordentliche Ölpfützen hatten. Das heißt, das war das Erste, was gemacht werden musste, damit der Motor einem nicht irgendwann dann hops geht. Dann habe ich unter dem Fahrzeug die Spurstangen und die Lenkschubstange ausgetauscht und habe gewisse Dichtungen gemacht, aber jetzt nichts Weltbewegendes, also nichts, wo man sagen muss, Riesenauftrag an die Werkstatt. Das habe ich alles bei meinem Freund Andreas mit seiner Hilfe in der Werkstatt gemacht und wir beiden Superexperten haben auch erstmalig die Zwischenwelle getauscht. Die ist mir nämlich beim Anfahren an der Ampel einfach um die Ohren geflogen und zwar just nachdem wir aus Schweden zurück waren. Besser in Köln als in Schweden. Und da war der Andreas für mich eine Riesenhilfe. ADAC hat das Auto auf den Hof gestellt, hingefahren, Diagnostik gemacht, gesagt, alles klar, Ding ist kaputt. Peter angerufen als Spezialisten und haben uns dann seine Infos eingeholt, um einfach keine unnötigen Fehler zu machen, weil so eine Zwischenwelle beim TD4 wechselt ja nicht jeder mal eben dauernd aus. Aber es hat perfekt funktioniert, dank der langjährigen Erfahrung von Peter und von Andreas. Also kennen sich beide nicht, hören immer nur von mir übereinander, aber ist ein gutes Team. Also um da jetzt mal ein Fazit zu ziehen, wie viel Spaß und Leid einem so ein Defender bringt. Ich habe das Auto jetzt etwas über ein Jahr, habe zeitmäßig schon investiert. Finanziell bleibt nicht aus, muss man auch ein paar Euro investieren, aber je mehr man selbst machen kann und dann vielleicht noch Leute hat, die enthusiastisch dabei sind und einem auch einfach mal mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und da kann ich mich auch nur beim Peter von Pete's Offroad Garage bedanken. Ich habe Peter zwischendurch einfach mal angerufen, der kannte mich gar nicht, aber hat sofort gesagt, Jung, kein Problem, ich helfe dir. Und daraus hat sich dann auch einfach entwickelt, dass man sich regelmäßiger sieht und auch über Sachen redet, die mit Autos nichts zu tun haben. Kann ich nur empfehlen bei Fragen. Alles wunderbar. Und was den Aspekt der zukünftigen Reisen angeht, das Auto ist robust. Klar, rosten tun auch andere Autos, da muss man sich überhaupt nichts vormachen. Aber ich bin voll und ganz zufrieden, weil das Auto zaubert mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Wenn ich reingehe, oder wenn ich mich reinsetze und losfahre, ist wie Treckerfahren. Das ist alles schön smooth und ich glaube, in der heutigen Zeit tut es uns allen ganz gut, mal einen Gang zurückzuschalten. Und das geht nicht leichter oder da geht nichts leichter als im Defender, weil auch wenn man kann, der TD4 oder die TD4s laufen relativ schnell, wenn man will. Aber ehrlich gesagt, ich will damit nicht mit 150 über die Bahn knallen. Das macht keinen Spaß. Man will sich unterhalten, man will einfach mal so ein bisschen gleiten und dafür sind die Autos einfach gemacht. Und mir macht das Auto unheimlich viel Spaß, auch wenn ich ihn gar nicht so oft fahre. Dafür ist das Fahrrad dann da. Aber wenn man drin sitzt, freut man sich, dass man hat.